Hi, ich hoffe, euch geht's gut. Wir spielen heute eine Runde. Eine Frage muss beantwortet werden. Ihr konntet mir in meiner Instagram-Story ein paar Fragen stellen. Und zwar sollten es sehr, sehr fiese und gemeine Fragen sein. Und Jonas hat jetzt immer jeweils zwei Fragen ausgesucht und eine davon werde ich dann beantworten. Ich kann mich da noch entscheiden, welche, aber eine muss es sein. Die Videoidee habe ich als allererstes bei Bibi gesehen und fand die einfach richtig cool. Und dann habe ich sie noch bei ein paar anderen gesehen und dann wollte ich sie auch unbedingt machen. Deswegen starten wir jetzt direkt mit dem Video. Und übrigens schminke ich mich auch noch dabei. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Und hier... Mein Auge ist ein bisschen rot. Keine Ahnung warum. Aber wir starten einfach mal. Okay, das erste, was Jonas rausgesucht hat, ist, wie viel hat eure teuerste Reise gekostet? Oder wie teuer war eure Hochzeit? Das ist ja noch was sehr Sanftes. Ich beantworte die Frage, wie viel hat eure teuerste Reise gekostet? Weil ich glaube, dass es gerade so ein bisschen aktueller ist. Das ist nämlich eine Reise. Wenn ihr dieses Video seht, dann fliege ich in 2 Tagen zu dieser Destination. Und zwar geht es nach Asien, auf die Malediven. Wir haben sie auch nur 10 Tage vor Abflug gebucht, denn es war jetzt hier nicht irgendwie so ein Jahr vorher geplant. Deswegen hatten wir jetzt nicht irgendein krasses Sparangebot bekommen oder so. Vielleicht eher ein Last-Minute-Rabatt, glaube ich aber gar nicht. Und das ist auf jeden Fall unsere teuerste Reise mit 5000 Euro. Ja, Leute, ich weiß. Ich weiß. Aber dann alles inkludiert, ne? Also All-Inclusive-Flüge, alles. Da sind wir bei dem Preis. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass es normalerweise viel, viel teurer ist. Aber gerade aufgrund der Pandemie ist der Preis natürlich deutlich günstiger für genau dieses Hotel, für das wir uns entschieden haben. Plus zusätzlich ist es auch noch so, dass gerade auf den Malediven eigentlich die Regenzeit ist. Wir werden ganz gutes Wetter haben. Deswegen haben wir auch so spontan gebucht, weil wir immer noch so ein bisschen das Wetter beobachtet haben. Aber natürlich generell jetzt im Januar, Dezember kostet das Hotel weit mehr als das Doppelte. Da haben wir natürlich auch quasi so ein bisschen gespart. Nächste Frage. Wie viele Stellen hat dein aktueller Kontostand? Oder die Frage, wie hoch ist im Durchschnitt dein monatliches Einkommen? Ich beantworte die Frage, wie viele Stellen mein aktueller Kontostand hat. Vorher pudere ich mich jetzt hier noch ein bisschen ab. Ich habe die Frage auch schon bei anderen gesehen mit sehr, sehr interessanten Antworten. Meine Antwort ist auch sehr interessant, allerdings glaube ich eher in die andere Richtung. Und zwar habe ich ein... Ich kann auch ein bisschen genauer drauf eingehen. Mein Kontostand ist aktuell 6-stellig. Allerdings ist es ein sehr, sehr niedriger 6-stelliger Betrag. Mehr ist nicht auf meinem Konto und dieses Geld liegt auch nur auf meinem Konto, weil das eben das Geld ist, was ich für die Hälfte von unserem Grundstück brauche, also für meinen Anteil für das Grundstück. Okay, ganz kurze Make-up-Unterbrechung, weil wir eventuell mehr stresst es mich ein bisschen, über dieses Thema zu sprechen, aber das gehört zu dem Video. Ja, deswegen konzentriere ich mich jetzt hier einmal nochmal auf meine Make-up-Details. War übrigens noch nie so zufrieden wie aktuell mit meiner Haut. Ich finde sie sehr, 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 sehr hübsch momentan. Ich bekomme übrigens auch immer dauernd Fragen dazu, wie es sein kann, dass ich so blass bin, obwohl ich seit 2 Monaten beziehungsweise 2,5 Monaten durchgehend in der Sonne bin. Leute, Lichtschutzfaktor 50. All day. Sehr oft aufgetragen. Immer dabei. Ich schmink mir hier noch gerade eine Jawline. Ich habe nämlich keine. Aber dafür ist Make-up ja da. Meine Augenbrauen sehen momentan auch richtig schön fresh aus. Ich war nämlich auf einem Event von Benefit letzte Woche. Und da habe ich mir einmal meine Augenbrauen waxen lassen. Das war auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich blende euch hier sehr gerne mal ein paar Szenen ein. Und dann habe ich sie mir auch nochmal färben lassen. Und ja, das ist jetzt der aktuelle Zustand. Wie ihr wisst, habe ich ja eigentlich auch ein Microblading. Ich habe das jetzt allerdings wegen Corona und weil wir so lange weg waren, schon fast ein Jahr nicht mehr nachstechen lassen. Und dadurch, dass ich auch extrem viel in der Sonne war, ist es natürlich auch dementsprechend nicht mehr so stark da gewesen. Und ja, deswegen färben und waxen ist das aktuelle Ergebnis. Ich finde es sehr nice. Trotzdem werden wir jetzt ein bisschen was mit den Augenbrauen machen. Ihr wisst, Benefit hat einfach die nicesten Augenbrauenprodukte. Und ich habe jetzt hier jede Art von Produkt frisch, voll aufgefüllt vom Event mitgenommen. Halb geklaut, halb als Goodie Bag bekommen. Normalerweise, wenn meine Augenbrauen jetzt nicht gerade so mega in Shape wären und frisch gefärbt, hätte ich als erstes zu dem Produkt hier gegriffen. Das ist der Precisely My Brow Pencil von Benefit Cosmetics eben. Und er hat so eine richtig schöne schmale Spitze. Das ist ein Drehstift, also sehr, sehr praktisch und der macht so ganz feine, natürlich wirkende Striche. Ich glaube, mit dem kommt wirklich jeder zurecht. Ganz, ganz einfach damit einfach wirklich sich so schöne Augenbrauenhärchen zu schminken. Der ist übrigens auch 12 Stunden wischfest. Was ich jetzt allerdings stattdessen nutze, ist einfach der 24 Hours Brow Setter. So sieht er aus. Hat eine ganz, ganz nice Bürste. Das ist so eine Spezialbürste, die doppelseitig ist. Und der formt und stylt die Augenbrauen. Das geht mit dieser Bürste einfach super leicht. Es gibt allerdings auch noch ein anderes Augenbrauengel. Und zwar ist es das Gimme Brow Plus. Das verleiht den Augenbrauen auch nochmal so ein bisschen Volumen. Sieht sehr natürlich aus. Das hat hier auch so Farbe.
Ganz, ganz leicht dosierbar. Bekommt auch jeder hin, meiner Meinung nach. Ich benutze jetzt allerdings als erstes dieses Produkt hier einfach so ein bisschen für das Ende von meinen Augenbrauen. Und zwar ist es die Powmate Brow Pomade von Benefit eben. Die ist ganz neu. So sieht die aus. Und ich finde die so schlau. Das sieht man auch direkt auf den ersten Blick. Zum Beispiel, könnt mal schauen. Da oben, die hat hier so einen integrierten Bürstenabstreifer. Einfach für so ein saubereres, kontrollierteres Auftragen. Das ist eine 36 Stunden Brauenpomade. Einfach zum Auffüllen, Definieren, Form der Augenbrauen. Und die hat eine wasserfeste und wischfeste Formulierung und die trocknet auch nicht aus. Ich packe euch natürlich die Links zu allen Produkten in die Infobox. Wie gesagt, die Powmate ist neu. Also die könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Und Leute, ganz, ganz nice Geschichte. Ich habe zum allerersten Mal einen Benefit-Rabattcode. Und zwar lautet der X-Letter 15. Da bekommt ihr 15% Rabatt im Benefit Cosmetics Online-Shop. Packe ich euch natürlich auch nochmal einen Link rein. Ihr seht den Code hier eingeblendet. Ich schreibe euch den auch nochmal in die Infobox mit allen weiteren Infos. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Shoppen. Dann geht es mal weiter mit den Fragen, die mich hier so zum Schwitzen bringen. So ich normalerweise eigentlich fast gar kein Geld auf meinem Konto habe. Der Grund dafür ist, dass ich das Geld, was auf meinem Konto landet, immer sehr zügig investiere in verschiedene Sachen. Immobilien, Aktien, ETFs, Krypto, alles Mögliche. Komplett auch breit gestreut. Fällt es auch immer sehr, sehr schwer, darüber zu reden, weil das so ein ganz spezielles Thema ist. Ihr sollt jetzt bloß nicht irgendwie hingehen und denken so, oh mein Gott, ich sollte all das ganze Geld, was auf meinem Konto liegt, lieber investieren und es nicht auf meinem Konto liegen lassen. Ich finde, man sollte schon immer so ein bisschen Plan davon haben. Bitte informiert euch erstmal über dieses Thema, informiert euch genau. Lasst euch auch nicht von irgendjemandem influencen, vor allem nicht, wenn es um das Thema Geld geht. Deswegen lasst euch auch nicht hier von mir influenzen. Ich möchte jetzt hier bloß nicht, dass irgendjemand hingeht und jetzt wegen diesem Video denkt, er solle besser sein ganzes Geld in Kryptowährung stecken oder so. Bloß nicht. Investieren ist so ein spezielles Thema. Da kommt es natürlich auch ganz stark drauf an, in was man jetzt genau investiert und zu welchem Zeitpunkt. Und ich würde schon behaupten, dass ich auf jeden Fall einen Plan davon habe. Zumindest weiß ich, was ich mache und ich treffe Entscheidungen da sehr bewusst. Okay, wir machen weiter. Machen wir vielleicht gerade wieder was Sachtes. Und zwar, wie alt bist du? Das kam richtig oft als Frage. Oder hattest du schon mal eine Schönheits-OP? Ich finde es so lustig, dass beides wirklich verhältnismäßig sehr, sehr oft kam, weil ich beide schon sehr, sehr oft beantwortet habe. Aber wie alt bist du eigentlich? Kam öfter als Frage. Deswegen werde ich das dann hier beantworten. Ich bin 25. Und tatsächlich wird mein Alter einfach nie richtig geschätzt. Ich werde entweder immer viel zu jung oder viel zu alt geschätzt. Ihr könnt mir auch sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, auf welches Alter ihr mich geschätzt hättet. Aber es ist echt faszinierend, wie einfach gefühlt nie mein richtiges Alter dabei ist. Okay, Jonas hat sich wirklich sehr, sehr stark an den am häufigsten genannten Fragen orientiert. Denn jetzt kommt, wann genau möchtet ihr Kinder haben? Oder was ist deine liebste Position? Ich darf ja das Wort hier nicht sagen. Ich entscheide mich für, wann genau möchtet ihr jetzt Kinder haben? Wie ihr wisst, stellt man diese Frage einfach nicht. Und weil ihr ja jetzt freche Fragen stellen solltet, kam diese Frage so oft, dass ich jetzt auch mal was dazu sagen werde. Weil wenn nicht in diesem Videoformat, wann dann? Und anscheinend interessiert euch das sehr. Deswegen werde ich da mal so ein bisschen Real Talk drüber sprechen. Aber ne, fetter Disclaimer, diese Frage stellt man normalerweise nicht. Wirklich nicht, macht das nicht. Das kann super viele verletzen. Dieses Video hier ist ein Ausnahmeformat. Das möchte ich hier 5000 Mal an dieser Stelle betonen. Ich habe tatsächlich nie so richtig ehrlich, offen was dazu gesagt, weil ich es zum Beispiel auch mega blöd finde, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt in den nächsten 2 Jahren auf gar keinen Fall ein Kind und dann bin ich auf einmal schwanger und dann gibt es diese Aufnahme von mir im Internet, in der ich sage, ich kann mir aktuell gar kein Kind vorstellen. Fände ich dann irgendwie blöd, wenn ich das Kind wäre? Die Aussage wird jetzt wahrscheinlich einige überraschen, aber tatsächlich passt ein Kind momentan nicht in unser Leben rein. Ich weiß, dass wahrscheinlich sehr viele denken, dass wir schon versuchen würden, ein Kind zu bekommen oder dass in sehr, sehr naher Zukunft bei uns geplant ist. Ich weiß auch, dass einige darauf warten, aber das passt momentan wirklich nicht bei uns in unser Leben rein. Leute, dieses Video ist einfach so schwer zu drehen. Der Hauptgrund ist eigentlich jeweils unsere berufliche Situation. Ich weiß, dass der Influencer-Job auch so unfassbar belächelt wird. Komme ich mit klar, sollen sie machen. Aber ich schwöre auf alles, hinter den Kulissen geht echt super viel ab und ich bin definitiv sehr beschäftigt. Ich arbeite viel, viel mehr als ein 9-to-5-Job. Ich kann das auch sehr gut mit Jonas vergleichen, der unter anderem einen 9-to-5-Job hat. Ich weiß, wie das normale Arbeitsleben aussieht und ich weiß, was ich mache. Und ich müsste beruflich unfassbar viel aufgeben. Ich weiß, mein Leben wirkt nicht so anstrengend. Für mich sind eben auch sowas wie ein YouTube-Video drehen oder eine Insta-Story drehen in dem Moment nicht Arbeit, sondern das mache ich eben auch in Momenten, in denen ich Zeit habe. Es geht mehr so um den ganzen Kram im Hintergrund, um Projekte. In so vielen Sachen steckt einfach unglaublich viel Aufwand, auch wenn es am Ende gar nicht so wirkt. Und ich weiß halt einfach, dass
dass wenn ich mich jetzt für ein Kind entscheiden müsste, einige Projekte aufgeben müsste und dazu bin ich momentan auch nicht bereit. Außerdem ist es bei Jonas so, dass bei ihm auch noch einige Dinge jetzt in sehr naher Zukunft hinzukommen beruflich und er da auch mit absoluter Leidenschaft dahinter steckt und das macht es dann natürlich nur noch viel komplizierter. Deswegen steht aktuell Kinderplanung bei uns echt weit hinten an. Ja, ich glaube, das war vielen nicht so bewusst, weil ich diese Frage einfach so, so oft bekomme. Also ich glaube, in den nächsten 2 Jahren ist es definitiv noch ausgeschlossen, es sei denn, ich mache einen Cut und sage, okay, ich habe auf gewisse Projekte gar keinen Bock mehr, lege gewisse Plattformen einfach auch komplett flach, gebe viele Aufgaben ab, dann könnte es eigentlich sofort losgehen. Also ich wäre eigentlich schon so ein bisschen bereit, aber momentan fühle ich mich noch nicht danach, gewisse berufliche Dinge aufzugeben. Und ja, ich glaube, deswegen machen wir uns erst wieder in 2 Jahren darüber Gedanken. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde die Chance als nicht zu gering ansehen, dass ich einfach in einem halben Jahr sage, okay, ich habe gar keinen Bock, so wie es aktuell läuft und ich cutte jetzt hier alles, was im Hintergrund beruflich läuft, um 80% runter. Mach quasi nur noch so ein bisschen Instagram-Stories und all den ganzen visuellen Kram, den ihr hier so seht und möchte mich jetzt doch komplett auf die Kinderplanung fokussieren. Das Ding ist, man weiß natürlich auch nie, ob es überhaupt klappt. Das ist ja der riesige Elefant, der da im Raum steht. Keine Ahnung. Und dann ist es natürlich auch extrem blöd, wenn man so viele Jahre gewartet hat und das Thema immer weiter nach hinten geschoben hat. Und wenn man dann noch Probleme hat, schwanger zu werden, macht es das Ganze eben einfach nur noch komplizierter. Wow, schwieriges Thema. Leute, ich glaube auch einfach, dass es gar kein ideales Alter gibt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die schönste Variante für mich wäre quasi, wenn es einfach passiert, so gesehen ein Unfall. Ich weiß auch nicht warum, es hört sich jetzt wieder auch so dumm an. Aber vielleicht wäre es einfach genau das, was ich momentan in meinem Leben brauche. Wow, richtiger Deep Talk hier. Okay, ich mache jetzt mal weiter, das wird mir hier alles zu deep. Wie viel haben die 3 Monate Reisen insgesamt gekostet? Oder wie hoch ist dein komplettes Vermögen? Huhu, die Fragen werden nicht einfacher. Oh, oh Leute, das ist schon an der Grenze zu, dass ich mich nur auf Schminken konzentrieren kann. Nein. Ja, Gott, mein Lidschatten einfach verkackt. Okay. Ich entscheide mich für, wie viel die 3 Monate Reisen insgesamt gekostet haben. Das habe ich nämlich relativ frisch zusammengerechnet. Und zwar an dem Tag, an dem wir auch unsere letzte Reise gebucht haben. Da die nämlich all-inclusive ist, mit allem drum und dran, konnte ich das einfach schon draufrechnen und wusste, dass da jetzt nicht mehr großartig Kosten hinzukommen. Und zwar sind es für die 3 Monate Reisen 21.000 Euro. Das ist sehr, sehr viel Geld. Man hätte es definitiv günstiger gestalten können, aber ihr habt ja auch gesehen, was für Arten von Unterkünften wir teilweise hatten. Da waren zum Teil so kranke Sachen dabei. Die Geschichte hätte aber auch noch viel, viel teurer sein können, weil ich einfach bei einigen Reisen weiß, wie hoch eigentlich der Preis gewesen wäre. Wir allerdings bestimmte Sachen wegen Corona so viel günstiger bekommen haben. Vor allem die Kanaren haben wir um so viel günstiger bekommen, weil wir die Kanarenunterkünfte und Flüge zu einem Zeitpunkt gebucht haben, als die Pandemie gerade sehr, sehr akut war. Ebenso haben wir zum Beispiel Portugal für unfassbar wenig Geld bekommen, weil wir das nämlich gebucht haben, als es ein Hochrisikogebiet war. Und zum Beispiel die Malediven, die teuerste Reise, haben wir auch für recht wenig Geld bekommen. Dadurch, dass wir eben nicht in der Hauptreisezeit reisen und eben auch noch gerade die Pandemie herrscht. Die nächste Auswahl der Fragen ist, hattet ihr schon mal eine Beziehungspause oder wann hattet ihr das letzte Mal? Ich beantworte, um meine Privatsphäre zu wahren, hattet ihr schon mal eine Beziehungspause? Ich glaube nämlich, dass diese Antwort mehr Leuten im Leben helfen wird. Und zwar ja. Also außer eine Beziehung wie die, die Jonas und ich haben, die ich als sehr stabil und gesund und glücklich bezeichnen würde, hat natürlich auch ihre Höhen und Tiefen. Und wir hatten eben auch schon mal unsere Tiefen. Und zwar war das 2015 nach dem Abi, weil das einfach eine super schwierige Zeit war, in der wir uns beide persönlich sehr weiterentwickelt haben. Nicht unbedingt in die gleiche Richtung. Und vielleicht hat da auch nicht so jeder Verständnis für, aber uns war es auch immer wichtig, dass wir trotz der Beziehung nie eigene Ziele irgendwie hinten anstellen. Oder dass einer das Gefühl hat, irgendwie Träume oder Ziele im Leben für den anderen aufzugeben. Und deswegen hatte erstmal jeder für sich überlegt, was er so im Leben nach dem Abi machen möchte. Und deswegen hatten wir zu dem Zeitpunkt eine Beziehungspause. Es war jetzt aber keine Beziehungspause, in der irgendjemand anderen gedatet hat, rumgeknutscht hat oder irgendetwas in der Art. Das macht mich immer so ganz aggressiv, wenn das Freundinnen von mir passiert, weil, oh Leute, ich habe doch schon Stories gehört, wofür manche ihre Beziehungspause ausnutzen. Also bei uns war es auf jeden Fall etwas, damit jeder so ein bisschen unabhängig von der Beziehung herausfinden kann, was er im Leben möchte. Und ja, wie ihr seht, haben sich unsere Wege wieder zusammengefunden. Zum Glück sehr schnell. Und ja, Leute, sowas
Kann eben auch mal vorkommen. So, dann tusche ich mir jetzt hier mal die Wimpern und beantworte die nächste Frage. Und zwar, was sind deine teuersten Fixkosten im Monat? Oder was war dein bestbezahltestes Placement? Also bestbezahlteste Produktkooperation. Ich beantworte, was meine teuersten Fixkosten im Monat sind. Hier geht es richtig viel um Geld in diesem Video. Oh mein Gott, Leute. Dadurch, dass wir momentan kein aktives Auto-Leasing haben, ist tatsächlich, was die Fixkosten angeht, meine Krankenkasse mein höchster Beitrag, den ich im Monat zahlen muss. Ich bin ja selbstständig und zahle meine Krankenkasse selber und ich bin auch nicht so mit hundertprozentiger Gesundheit gesegnet. Und dadurch habe ich auch nicht so die billigste Krankenkasse. Man kann da noch viel mehr Pech haben bei diesem Thema. Also ich habe da wirklich noch was Gutes gefunden für das, was ich mitbringe. Aber ja, das ist auf jeden Fall teuer. Wenn ich ein Auto leasen würde, wäre mein Auto-Leasing auf jeden Fall teurer als das. Oh Leute, jetzt sitze ich einfach mit so einem Full Face of Make-up und bin gefühlt nass geschwitzt, weil ich dieses Fragen beantworten echt hart fand. Ich habe aber auf jeden Fall Bock, einen zweiten Teil davon zu drehen. Deswegen könnt ihr mir jetzt einfach schon mal hier auf YouTube, diesmal nicht in meiner Insta-Story, sondern hier auf YouTube, Fragen stellen für einen zweiten Teil. Und dann werde ich das auch mal abfilmen. Vielleicht ohne mich dabei zu schminken. Dann geht es auch ein bisschen fixer und dann kriege ich mehr Fragen durch. Aber ja, das wäre jetzt mein fertiges Make-up mit all den ganzen Fragen, die ich für euch beantwortet habe. Ich habe hier auch noch einen kleinen Spoiler. Ich habe das noch nicht auf Instagram erzählt, also seid ihr jetzt die Ersten, die das erfahren werden. Und zwar werde ich sehr, sehr bald endlich mein Hochzeitsvideo hochladen hier auf YouTube. Ich wollte einfach am Anfang all die ganzen Erinnerungen noch so privat halten. Irgendwie war mir das wichtig. Und das Ding ist, Fotos sind echt nochmal was anderes als Video. Video mit Bild und Ton. Und Emotionen kommen da einfach noch viel, viel krasser rüber. Das Ding ist, ihr wisst, ich bin immer sehr bedacht auf meine Privatsphäre und irgendwie war mir das tatsächlich noch viel zu privat, mein Hochzeitsvideo zu veröffentlichen. Jetzt habe ich die ganze Zeit abgewartet und jetzt nach einem Jahr fühle ich mich dazu bereit. Es ist allerdings noch nicht komplett fertig, weil ich auch erst nach einem Jahr so richtig reingeschaut habe. Und es ist auch eher nur so eine abgespeckte Variante, also wirklich nur mit den Momenten, mit denen ich mich auch wohlfühle, sie zu veröffentlichen. Und ja, da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Es wird wahrscheinlich noch diesen Monat online gehen. Vielleicht auch schon nächste Woche. Hoffentlich. Das ist zumindest aktuell mein Plan. Aber wie gesagt, es ist noch nicht ganz fertig. Aber ich freue mich schon sehr, es euch eben bald endlich zeigen zu können. Falls ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, dann könnt ihr euch sehr gerne ein weiteres Video von mir anschauen. Hier habt ihr zwei verlinkt. Hier findet ihr noch meine Social Media Seiten. Hier könnt ihr mich abonnieren und ich wünsche euch dann noch einen sehr, sehr schönen Tag und bis zum nächsten Video nächste Woche. Tschüss!